Der König des Löwendschungels, John Chabot. Wir einigen uns jetzt endgültig auf diese Aussprache des Namens, nachdem er jahrelang als John Chabot durch die deutschen Eishallen, ich will nicht sagen geisterte, aber lief und super Leistungen gezeigt hat. Aber er selber sagt, ich heiße John Chabot. Und wenn er so will, dann machen wir das auch. Das Spiel beginnt und schon gibt es die erste Strafzeit. Jiranek muss raus für 2 Minuten. Den Grund werden wir gleich erfahren. Schon nach 2 Sekunden, also kann nur irgendwas beim Anspiel unkorrekt gewesen sein. Chakrajuk gegen Chris Snell. ,87 groß und der Snell ist nicht gerade der Größte. Mit 1,80 für einen Verteidiger ziemlich kurz. Der Eismeister möchte bitte sofort zur Zeitnahme kommen. Der Eismeister bitte sofort zur Zeitnahme. Wie kam es dazu? Wir sehen es. Chakrajuk schießt, Tammy hat die Scheibe. Und anschließend hat Snell dann seinen Torwart gegen den anstürmenden Ukrainer verteidigen wollen. Gemüter haben sich schon wieder beruhigt. Wir hören, was der Schiedsrichter zu sagen hat. Für beide Spieler 2+2 übertriebene Härte. Hier sehen wir es nochmal. Bleib von meinem Tammy weg. Und der Ukrainer. Hat eine gute rechte Gerade. War übrigens dabei bei der Olympia-Qualifikation im Februar, als die ukrainische Mannschaft auf Deutschland traf. Im Spiel gegen Deutschland zwar nicht auf dem Arm. Und die nächste. Jerzy Kunze gegen Doug Kürten. Das wird ein interessanter Kampf. Das lernt man normal nur in der NHL oder in den Minor Leagues. Trikot über den Kopf und dann gibt es auf die Glocke. Und die Reichweitenvorteile. Die Reichweitenvorteile, die Jerzy Kunze mit seinen 1,93 hat. Hat Doug Kürten 5 cm kürzer inzwischen ausgeglichen. Aber nach Punkten geht dieser Kampf an den Nürnberger. Da ist sicherlich jede Menge Frust mit dabei über den bisherigen Spielverlauf. Und wir sehen es am Handgelenk, dass da blutet bei Jerzy Kunze, da Kürten. Hat einen harten Mundwinkel. Aber hat ja auch einiges abbekommen. Hier sehen Sie es. Die erste Aktion von Kürten. Und dann zeigt Jerzy Kunze, dass er auch Samstagabend im DF1, wenn Boxen kommt, durchaus mithalten könnte. Hat auch den klassischen Mavrovic-Haarschnitt. Und dafür müsste es jetzt auch 2+2 geben. In der letzten Saison gab es da noch Spieldauer-Disziplinarstrafen. Aber wenn es so zur Sache geht, also die beiden Spieler,
Von Nürnberg. Kommt dazu. Von Nürnberg und von 5 plus Spieldauer ist eine Nachstrafe. Und der Spieler von Frankfurt kriegt vorher 2 Minuten wegen übertriebener Härte. Also erst die 2 und dann die 5 Spiel geben, jetzt gerade duschen. Und Ersatzmann kommt für ihn hier drauf. Die 2 Minuten, ne? Frankfurt mit 4 und die mit 5. Alles klar. Da hat jemand gesessen. Nee, hat keiner gesessen, ne? Ja, war überall einer gesessen, aber das war ja nicht auf der Uhr. Welche? Von Frankfurt war einer da und von Nürnberg war einer da. Die haben 2 plus 2. Kommt ja nicht auf die Uhr. Nein, komm ich auf die Uhr. Und jetzt alle die 5. Die 5. 5 und Spieldauer beide weg. Und die 2 waren absetzen. Dann sitzt die 2 mal ab. Dann spielen wir 5 gegen 4. Okay. Völkerverbindendes Eishockey, ein Franke und ein Rheinländer an der Strafbank. Das, was ich sagen wollte, das ist eingetreten. Das ist bei solchen Aktionen, wenn da wirklich die Fäuste aufgepackt werden und wenn Blut fließt, dann ist es Auslegungssache des Schiedsrichters, dann kann er und ist sogar angehalten, diese Spieldauerdisziplinarstrafe zu geben. Falls Sie sich wundern, dass es nicht die gleiche Strafe gab für den Fight zuvor, den wir gesehen haben, zwischen Snell und Chakalchuk, der war vergleichsweise harmlos. Und das heißt für Doug Curtin und für Jiří Kunze. Falls Sie jetzt kurz nichts gehört haben, was heißt falls, es war so, wir hatten einen kleinen Stromausfall hier am Kommentatorenplatz. Es hat sich am Spielstand nichts geändert. 0:2, die Frankfurt Lions führen. 2,5 Minuten sind es noch im ersten Drittel. Kleine Meinungsverschiedenheiten auf dem Eis. Oleg Mikulčík mittendrin, Joel Savage, der da auf Titan losging. Steve Palmer da, ganz links. Frankfurter reklamieren da einen Stockschlag auf den Unterarm. Wir werden gleich hören, was der Schiedsrichter entschieden hat. Minuten für beide, Sie haben es gehört. Für Chris Snell und Snell. Abgepfiffen, abseits. Auf dem Eis, alle Mann hier. Und 120% mittendrin. JP Lemoine, der hünenhafte Verteidiger der Frankfurter. Aber
hält sich zurück wie alle anderen Spieler, denn das erste Drittel vorbei, 0:2. Die Ice Tigers hinten, Frankfurt Lions führen. Sehr ist das. Sehr aggressiv geht er da los auf den Frankfurter. Kelly Askew. Macht sein zweites Spiel heute für die Nürnberger. Sergej Stas kam aus Fort Wayne. Klub auch von dem Oleg Mikulczyk nach Nürnberg kam. Vasiljev hat ihn geholt aufgrund natürlich seiner Körpermaße, weil einer ist, der aufräumen kann in der Abwehr. Einer, der hinlangt. Feldspielern. Charbonneau und Laskiewicz da im Clinch. Chance für Markus Welz. Tammy aufmerksam. Er bekommt 2 Minuten wegen übertriebener Härte. Von Frankfurt 2 Minuten ungerechter Körperangriff plus 2 Minuten übertriebener Härte. Schön zu sehen, wie schulmäßig Tammy hier diesen Schuss abwehrt. Leszek Laskiewicz, der Pole im Nürnberger Team, aus Sosnowitz kam er, auf der Strafbank. Er hat 2 Strafminuten und er hier, Joe Charbonneau, 2+2. Das heißt, nächste Unterzahl gegen die Lions. Frankfurter checken wieder mehr vor. Den würde ich ihm jetzt nicht so sehr ankreiden. Auch wenn es nicht allzu gut aussah. Und das Match gedreht. Und die Frankfurter greifen wütend an. André Doll ist das. Williams und Reichel. Martin Williams, ich glaube, das ist seine erste Eiszeit in diesem Spiel. Und Peter Obreza hat da seine, unglaublich, seine Checking-Line gebracht. Die Jungs, die Körpereinsatz bringen sollen, aber das, was sie jetzt bringen, ist dann doch des Guten zu viel. Auch die Attacke auf Boal, die Torte der Nürnberger. War da sehr, sehr unsauber. Und Martin Williams hat da den anderen Martin ziemlich traktiert. Wir sehen das Gesicht gezeichnet und ich bin mir sicher,
als er gehen muss. Hier sehen Sie es. Williams. Und Doll sehr, sehr ungestüm. Natürlich wehren sich da die Nürnberger. Klare Sache. Chris Staube schafft da. Doll vom Torhüter weg. Also absolut unnötig von den Lions, diese Szene zu provozieren. Und das wird sich im Strafenkonto niederschlagen. Meine Damen und Herren, bitte werfen Sie keine Gegenstände auf das Eis. Der Schiedsrichter kann die Begegnung sonst abbrechen. Werden wir hier diesen Clinch sehen, den Martin Williams nach Punkten für sich entscheidet. Warten wir auf das Urteil von Uwe von der Ven. Reichel ein wenig größer und schwerer als Williams, aber der jetzt in besserer Position. Also, klare Sache, Spieldauer kann gar nicht anders sein. Was Martin Reichel betrifft, bin ich mir da nicht ganz sicher, denn groß austeilen konnte er da nicht. Martin Reichel kriegt die Spieldauer. Richard und Boal, klasse gehalten. Und ich krieg schneller recht, als mir lieb ist. John Chabot und Peter Teichl. Einer sagen, der John Chabot wäre nur einer, der technisch spielt, der zurücksteckt, aber der kämpft auch. Und Wilgren und Teichl. Die geben sich jetzt hier ein, stell dich ein. Mein lieber Mann. Und jetzt könnte es sogar eine Matchstrafe geben gegen Claude Wilgren. Der ist ja wie entfesselt. Und gleich die nächsten. Unglaublich. Nürnberger ist Mikulczyk, das haben wir inzwischen erkannt, der Frankfurter nicht zu sehen. Siege von uns und werfen Sie keine Gegenstände auf das Eis. Es langt schon, wenn es auf dem Eis abgeht. Bitte sind Sie so vernünftig, werfen Sie keine Gegenstände auf das Eis. Ein Spielabbruch bei diesem Spielstand wäre überaus schade, also. Sieht nach Henri Marcoux aus. Nur verzerrte Gesichter, nicht zu erkennen. Oleg Mikulczyk, der natürlich lange Jahre in Übersee gespielt hat. Hart im Nehmen und im Geben. Aber wie gesagt, das ist jetzt in einem Stadion,
das uns überhaupt nicht mehr gefällt. JP Lemoine war es, der Frankfurter, der Franzose, der auch schon in den Testspielen einen traurigen Rekord aufgestellt hat. Der Mann mit der 44 in den letzten drei Testspielen bei drei Schlägereien mit Spieldauer vom Eis geschickt. Ja. Beide verabreden sich offenbar nochmal. Nochmal der Ausgangspunkt. Wilgren hat er nachgesetzt, aber die Scheibe war frei. Und dann gehen die Ice Tigers auf ihn los, ebenso wie der Torhüter. Boah, natürlich wehrt er sich, das ist ganz klar, wenn Torhüter mit dem Fanghandschuh zum Puck geht und bekommt er noch eine drauf, dann ist es, ja, ich will fast sagen, normal, dass er sich da wehrt. Aber in diesen Minuten keine Werbung mehr fürs Eishockey. Ich muss sagen, ich bin ein Freund davon, wenn mal was mit den Fäusten bereinigt wird. Etwas, aber nicht alles. Und jetzt haben sich beide Mannschaften auch nur selbst geschadet. Und natürlich ist das weit über das Stadion hinaus, das eigentlich die Regel sein sollte. 2+2 Strafminuten, damit sich zwei Hitzköpfe, die, wenn die anderen zuschauen, die sich dann beruhigen. Beide Mannschaften werden in die Kabine geschickt. Ist das ein Spielabbruch? Oder gibt es noch eine Eisreinigung, weil doch einiges auf die Eisfläche geworfen wurde von den Zuschauern? Das müssen wir jetzt noch mal rauskriegen. Dann gleich, nein, es gibt keinen Abbruch, das ist dieses Zeichen deutlich als Eisreinigung. Das heißt, wir haben jetzt eine Unterbrechung, bis das Eis von den Gegenständen gesäubert ist und das sicherlich beiden Mannschaften gut tun wird. Aber ich denke trotzdem, wir sollten den Schiedsrichter befragen. Unrühmliche Höhepunkte im Moment. Mikulčík und Lemoine. Da sind natürlich auch zwei Riesen. Der eine 1,88, der andere 1,95. Ja, ich habe gerade durchgezählt, die Verteidiger bei den Nürnberg Ice Tigers werden jetzt wirklich eine Rarität. Oleg Mikulčík hat natürlich für diesen Fight eine Spieldauer-Disziplinarstrafe bekommen, ebenso wie Frankfurts Lemoine. Und jetzt wird sicherlich Christian Kurz in die Abwehr zurückgezogen. Dann sind und Charbonneau hat dann auch nachgeschlagen gegen Straube, deshalb gibt es da schon wieder Meinungsverschiedenheiten. Daniel Kunze reißt sich den Helm da vom Kopf, provoziert Charbonneau. Also Freunde, jetzt ist genug.
Jetzt ist wirklich zu viel. Kunze blutet auch schon wieder. Die Gemüter hatten sich nur kurzfristig beruhigt. Und ob es den Zuschauern so sehr Spaß macht oder eben zu Hause, das wage ich inzwischen zu bezweifeln. Das war lange Zeit ein sehr gutes Eishockeyspiel. Das aber inzwischen durch diese Szenen ja regelrecht kaputt gemacht wurde. Daniel Kunze. Schwer gezeichnet. Tony Porka hat da seinen Torhüter verteidigt. Der hat erst einmal dem Markus Welz etwas auf die Socken gegeben. Der hat dann Tammy weggeschubst und wir sehen es nochmal. Achten Sie auf Tammy. Ja, ist schon vorbei. Porka steht da seinem Landsmann sofort bei. Die Fäuste sitzen recht locker.